Hallo und herzlich willkommen zurück zur F1 2019 Karriere hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Der große Preis von Italien auf dem Autodromo Nazionale Monza findet statt. Und nachdem das letzte Rennwochenende auf Spa-Francorchamps nicht so gut lief, zumindest mal ergebnistechnisch, ja, wird es natürlich höchste Zeit, wieder dicke Punkte einzufahren. Und das tun wir natürlich zuerst einmal, indem wir uns gut qualifizieren. Und genau da geht es jetzt hin zum Qualifying. Verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Die freien Trainings sind Geschichte und jetzt geht's ins Qualifying hier im Autodromo di Monza beim italienischen Grand Prix. Die Teams werden sich jeden Augenblick auf die Strecke begeben. Also Stefan, du bist ein eifriger Beobachter der Fahrer. Was meinst du denn, wie gehen sie mit dem Druck um, diese eine perfekte Runde jetzt abliefern zu müssen? Es geht nicht so sehr um den Druck und wie man damit umgeht. Eher darum, wie man sich auf Risiken einlässt und wie viel man letztlich riskieren will. Man balanciert das Auto betreffend Bremsen, Kurven, Fahren und Bodenhaftung immer am absoluten Limit des Grips. Über die Dauer einer gesamten Runde hinweg passiert es eben leicht, diese Balance falsch einzuschätzen. Und darum ist es so schwierig, eine perfekte Runde zu fahren. Yo, da gucken wir auch direkt mal ins Setup rein. Ich habe mich wieder mal beim Setup der Vorsaison orientiert. Allerdings, wie ihr wisst, hat sich unser Fahrzeug ja im Laufe der Zeit sehr stark entwickelt. Und genau deswegen fahre ich tatsächlich hier in Monza mehr Aero, als typischerweise man es tut. Normalerweise würde man hier so mit vielleicht 2 Zweierflügel, 1 Dreierflügel, je nachdem, wie man sonst die Aufhängung auslegt, fahren. Und ich fahre tatsächlich aber mit 3-4, also mehr etwas erhöhten Flügelsatz. Das liegt einfach daran, dass bei den Formel-1-Boliden ja das Getriebe festgesetzt ist. Ne? Ihr seht ja, nirgends gibt es eine Option, wo man sagen kann, okay, ich ändere das Getriebe ab, das ist ja fix. Und bei McLaren ist das Getriebe leider halt, naja, sehr, sehr kurz gesetzt, würde ich sagen. Würden wir jetzt in einem Force India sitzen, könnten wir wahrscheinlich hier in Monza 370 km/h fahren, weil die haben mit das längste Getriebe. Bei McLaren würde ich jetzt sagen, vielleicht nicht das kürzeste, aber doch vielleicht eines der kürzesten Getriebe. Deswegen ist es prinzipiell echt fast egal, mit wie viel Flügel ich in dem Bereich fahre. Ob ich jetzt hier mit 2-2 oder 3-4 fahre. Das macht vielleicht 1 km/h am Ende Unterschied in der Topspeed. Und ich bin aber deutlich in den paar Kurven schneller mit den 3-4er Flügeln. Und es ist auch deutlich stabiler. Zudem, wenn wir mal auch ganz kurz einen Blick noch zum Rennen werfen, gerade was das Wetter betrifft, dann sehen wir, dass es wie in Spa am Ende regnen könnte. In Spa haben wir das gar nicht erlebt. Ja, kleiner Spoiler oder Nachspoiler, wer Spa nicht gesehen hat. Also große Preis von Belgien, was ich ja am Anfang der Folge schon angeteased habe. Naja, das war ja eine Nullnummer, ja, weil ich unachtsam war, weil ich das so zu locker genommen habe. Unser stärkster Konkurrent, unser Teamkollege ist nämlich rausgeflogen im Rennen. Und dann habe ich das zu locker genommen, Leichtsinnsfehler gemacht und das Auto selber eingeplankt. War eine Nullnummer, das wollen wir nicht nochmal machen. Ja, ich muss es auf jeden Fall wieder alles gut machen, definitiv. Und ja, zum Regen ist es dort dann halt vielleicht gekommen. Wir haben es nicht mehr erlebt. Hier wollen wir es natürlich erleben, ob der Regen kommt oder nicht. Und wenn er kommt, dann ist es vielleicht auch nicht verkehrt, ein bisschen mehr aerodynamischen Anpressdruck zu haben. So, gut, das jetzt zu der ganzen Geschichte. Ich würde sagen, ja, wir gehen das Setup nochmal komplett durch. Ist aber jetzt nichts Wildes dabei. Sehr, sehr typisches Setup einfach für so eine Highspeed-Strecke. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt mal raus. Ich würde allerdings mit den Mediums erstmal rausgehen. Die sind zwar 8 Zehntel circa langsamer, aber trotzdem versuche ich einfach mal mit denen eine Zeit zu setzen. Mal gucken, was die wert ist. Und danach haben wir immer noch die Chance, am Ende von Q1 mit den Softs eine Zeit zu setzen. Wir müssen ja so oder so, um diesen Zeitenbug der KI zu entgehen, am Ende sowieso nochmal rausfahren. Von dem her passt das schon. Deswegen verlieren wir keine Zeit, gehen wir raus, auch wenn gerade ein bisschen viel Verkehr ist. Aber das passt schon so. Checks complete. We're ready. Ja, dem einen oder anderen ist natürlich aufgefallen, dass in den letzten Tagen sehr unregelmäßig die Formel-1-Folgen erschienen sind. Auch heute wieder nicht am typischen Samstag, sondern wieder am Sonntag. Das heißt, das Rennen wird es dann morgen am Montag geben. Das liegt einfach daran, dass ich zurzeit ja, keine Zeit habe.
Und Formel-1-Aufnahmen brauchen leider viel Zeit, auch wenn ich echt höchst motiviert bin, hier diese Karriere voranzubringen. Weil ich habe ja nach dieser F1-Karriere mit McLaren natürlich auch noch was ganz Besonderes vor. Jeder, der das Let's Play ein bisschen verfolgt, weiß ja, was kommt. Und zwar eine F2-Karriere, eine Formel-2-Karriere als, ja, Mick Schumacher. Wir schlüpfen in die Rolle von Mick Schumacher und versuchen mal uns als Formel-2-Pilot. Und ich möchte natürlich auch nicht verneinen, dass wir eventuell auch nochmal eine F1-Karriere vielleicht durchziehen. Eine andere dann mit McLaren. Das Kapitel würde ich eigentlich gerne abschließen. Aber ich möchte es natürlich als Weltmeister und als Konstrukteursweltmeister abschließen. Die Zeichen stehen gut, aber solche Dinge wie in Spa dürfen jetzt halt natürlich nicht zur Gewohnheit werden. Sonst geht es auch mal ganz schnell in eine andere Richtung. Wir haben nämlich noch ein paar Rennen in dieser Saison. Und deswegen, ja, mal gucken. Ja, ist jetzt schon der 8. Gang, ne? Da geht nicht mehr. Der ist halt, kommen wir richtig ans Limit. Würde der ein bisschen länger sein, da könnte man ganz andere Geschwindigkeiten erreichen. Aber man sollte ja der Konkurrenz auch noch irgendwo eine Chance lassen. So, ich gehe auf die entsprechenden Modis und dann geht's auf die erste gezeitete Runde. Merkt, dass das Medium sind, keine Soft. Da haben die Reifen jetzt kurz durchgedreht, weil die nicht so viel Grip haben. Ein bisschen früher einlenken können. Hängt nochmal eine zweite Runde dran. Müsste sich eigentlich ausgehen. Einfach um auch ein bisschen reinzukommen. Eine 1,17er Pferde ist richtig krass. Training ist Perez nicht unter einer 1,19 gekommen. Dort war meine Bestzeit eine 18,5, also es sah ganz gut aus im Training. Aber jetzt haben wir mal die Max-Mischung, die ist dann auch nochmal eine andere Geschichte. Also ein bisschen Windschatten wäre natürlich nicht schlecht. Das war ja in der echten F1 2019 Saison. Na, der Hickhack in Q3, als sie da alle Windschatten snacken wollten und dann kam keiner mehr so richtig über die Linie. Na, kleiner Fahrfehler am Ende jetzt. Ne, ich fahre rein in die Box. Das macht keinen Sinn. Breche ich ab. Ja, das waren genau 80 km/h, da war ein Punkt genau abgebremst. Ja, da muss man mal gucken, also die Soft werden natürlich schneller sein. Allerdings sind wir trotzdem 1,7 Sekunden weg, also nicht nur diese 8 Zehntel, die angeblich die Mediums langsam sind. Das heißt, wir müssen da auf jeden Fall nochmal ein bisschen pushen, wenn wir gegen auch Perez anstinken wollen. Also er ist schon nochmal ein gutes Stück schneller. Aber das kennen wir ja schon von ihm, dass der im Qualifying echt eine ganz, ganz schwere Bank ist. So, ja, gucken wir mal. Also wir wechseln hier schon mal drauf. Wir tanken schon mal ab. Upsala. Und gucken mal. Also auch da, die Force India, sage ich, Racing Point heißen sie, schon seit ein paar Tagen.
Auch bei 17er Zeiten, also da muss ich auf jeden Fall nochmal eine ordentliche Schippe drauflegen mit meiner 18,7. So far our fastest lap is a 1 minute 18.7. Da sieht's aktuell nicht so gut aus. Ja, dann würde ich sagen, dann gehen wir nochmal so 2 Minuten vor Ende raus auf die Strecke. Und deswegen machen wir nochmal eine ganz kurze Timelapse und dann melde ich mich eben mit, ja, kurz vor Rennende, beziehungsweise Sessionende, nochmal zurück und dann versuchen wir nochmal unseren Versuch, damit wir auch tatsächlich in die Top 15 kommen, beziehungsweise da drin auch bleiben. Deswegen, ja, kurzer Timelapse, bis gleich. Und da bin ich zurück und ja, eine Position haben wir bis jetzt erst verloren, aber die meisten sind auch erst jetzt rausgefahren und ich glaube, da werden jetzt auch gleich nochmal einige rausfahren. Und deswegen, ja, wir gehen auch raus, verlieren wir da keine Zeit, damit wir da auch gut Puffer haben in unserer Outlap. Denn sonst sind wir schon in Q1 raus, das wäre natürlich nicht der Auftakt, den ich gerne machen wollen würde nach dem Debakel in Spa. Deswegen setzen wir da auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall nochmal eine bessere Zeit. So, der ist jetzt auf seiner schnellen Runde. Wäre jetzt gut gewesen, wenn ich vor ihm geblieben wäre, aber ist jetzt egal. Vielleicht kann er mir ja auch gleich ein bisschen Windschatten geben. Ja, ich meine, Monza hat nicht viele Kurven, aber die paar wenigen, die muss man dann halt auch richtig treffen. Sonst ist nix. So, jetzt kommt's drauf an. Nicht gut. Bisschen zu weit gewesen, dann auf den inneren Curb gekommen, aber kein Grip da. Und jetzt haben wir den Williams hier genau da, wo ich ihn nicht brauche, aber er macht Platz, das ist fair, dankeschön. Knapp 8 Zehntel schneller sind wir jetzt schon mal, was der Reifen ja auch schneller sein soll. Wir brauchen aber ein bisschen mehr noch auf Perez. Aber ich glaube, da liegt auch noch gut Potenzial auf der Strecke, so ist es nicht. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal eine 17er Zeit gefahren. Das wäre aber aktuell nur der 4. Platz. Also, das ist natürlich viel zu wenig. Da muss auf jeden Fall nochmal eine Leistungssteigerung her. Ja, und die müssen wir am besten vielleicht sogar schon direkt in Q2 schaffen. Und da gehen wir jetzt auch direkt mal hin.
Ja, vielleicht bremst jetzt der etwas erhöhte Flügel doch im Qualifying doch zu sehr aus, wenn es jetzt dann doch auf die letzten ja, Zehntel und Hundertstel ankommt. Aber ja, ich glaube es nicht. Also ich war eigentlich fixer unterwegs mit der Flügeleinstellung, so wie sie jetzt ist. Aber gut. Ich würde sagen, bevor ich nochmal den finalen Versuch mache, ich fahre nochmal mit den gerade eben leicht abgefahrenen Reifen nochmal, einfach nochmal ein paar Sachen zu testen. Das passt soweit. Everyone ready? Okay, let's go. Ich meine, ich muss halt mir sicher sein, dass ich dann mit den frischeren Reifen definitiv eine schnellere Runde hinbekomme. Sonst muss ich mir den jetzt abgefahreneren Reifen fahren, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Es war ja ein kleiner Fehler drin auf jeden Fall in der ersten Schikane. Das sind auch ungefähr so 2-3 Zehntel gewesen, definitiv. Aber mir fehlt trotzdem noch mehr als eine halbe Sekunde. Ne? Das ist aktuell so ein bisschen der Punkt. Hier muss ich mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was rauskitzeln kann. Ich meine, die Force India sind halt so... Ey, ich sag schon wieder Force India. Die Racing Points sind halt so stark. Weil, wie gesagt, die haben einfach von sich aus ein super langes Getriebe und es hilft denen hier enorm. Aber Perez zeigt ja, dass die auf jeden Fall mit unserem McLaren schlagbar sind. Noch mal ein bisschen mit dem Erst spielen, weil ab dem siebten Gang ist ja Überholen eigentlich schneller wie Hotlap, aber verbraucht halt auch mehr Energie und dann würden wir die Runde vielleicht nicht fertig schaffen. Deswegen müssen wir mal gucken, wo ich das vielleicht zu unserem Vorteil nutzen kann. War zu spät. Okay, es wäre eine 17,7, das ist nicht so gut wie gerade eben, aber wir sind jetzt auch mit den abgefahreneren Reifen gefahren. Deswegen alles cool und damit fahren wir jetzt erstmal auch wieder in die Box zurück. Dann haben wir da aber auch gleich schon mal ein Gradmesser, wenn wir dann gleich mit unseren frischen Reifen reingehen. Und die, na, das ist jetzt auch eine Drucksituation, ich muss ja jetzt, oder ich sollte, mit den frischeren Reifen auf jeden Fall eine bessere Zeit setzen. Ansonsten muss ich mit diesen schon doch ja, etwas mehr abgefahrenen Reifen starten. Und das wäre natürlich jetzt nicht so perfekt, aber ja, manchmal muss das auch sein. Manchmal muss man sich selber auch dann unter Druck setzen. Und da waren ja auch wieder kleine Fehlerchen drin. Und Perez, ey, das ist echt krass. Nicht von dieser Welt. Auch der will natürlich wieder was gut machen. Nachdem er eine Nullnummer, ebenfalls wie ich, in Spa eingefahren hat. Und der ist gerade richtig on fire. Aber auch Hamilton zeigt hier wieder, dass er schneller ist als wir aktuell. Das ist nicht gut.
So. Ja, jetzt nochmal rein, frische Reifen drauf und dann der Versuch in Q2 ins Q3 zu kommen. Auch hier, wir müssen nicht die schnellste Zeit setzen, wir müssen nur in der Top 10 sein, aber wir müssen auf jeden Fall eine schnellere Zeit setzen als gerade eben, wie schon gesagt. Das ist jetzt natürlich Pflicht. Ja, 17-0, ey. Das ist echt eine Ansage. Das ist echt heftig. So, ich mach's erstmal wieder die frischen Reifen drauf. Ja, es ist in jedem Sektor schneller tatsächlich. In jedem einzelnen Sektor. Insbesondere im ersten und im zweiten finde ich sehr, sehr deutlich. Im letzten ist es nicht ganz so. Im Vergleich zu den anderen, zu den Racing Points, ist es auch der erste, der ziemlich deutlich abfällt. Der zweite ist okay. Der dritte ebenfalls. Also der erste Sektor ist der, da muss ich deutlich gut machen, wenn ich da nach vorne kommen will. Okay. Ja, gut. Da wird es dann drauf ankommen, alles klar. Dann, ja, würde ich sagen, machen wir auch hier nochmal eine kurze Timelapse und dann sehen wir uns auch wieder kurz vor knapp wieder und dann versuche ich mit den frischen Reifen dann nochmal eine bessere Zeit zu setzen. So, jetzt zählt es. Wir gehen direkt mal raus und ja, da haben wir natürlich jetzt nochmal ein paar Gedanken gemacht, wo ich vielleicht hier nochmal das ein oder andere Zehntel finden kann. Aber 7 Zehntel, ey, auf Perez, das ist echt eine Hausnummer. Da muss ich die Runde schon echt perfekt erwischen. Aber wer weiß. Gucken wir mal. So, die zwei da hinten dran möchte ich jetzt nicht vorbeilassen. Doch mal, wir sind schnell genug. Okay, jetzt zählt's. Volle Konzentration. Früh ins Gas, verdammt.
Sergio's moved up into pole, first row of the grid. Zweiter. Immerhin. Immerhin, immerhin, immerhin. Mann, ey, das ist echt eine knappe Sache. Aber hey, 13 immer noch auf Perez. Der hat jetzt nicht nochmal eine bessere Zeit gesetzt, dieses die, die am Anfang gefahren ist. Also, boah, das wäre jetzt ein richtiger Kampf in Q3. Mal gucken, was noch geht. Noch einmal zwei Schüsse, die ich setzen kann. So. Mal gleich den hier so rein. Und ja, lassen wir erstmal ein paar rausfahren vielleicht, dass wir ein bisschen in die Lücke kommen. Und ja, jetzt zählt's auf jeden Fall. Jetzt geht's um die Startposition. Also, Zweiter ist, glaube ich, mein Mindestziel. Also, ich will auf jeden Fall vor die Racing Points kommen. Perez wieder nicht von dieser Welt. Aber so ist es ja meist in der Karriere. Perez im Quali richtig, richtig stark und im Rennen über die etwas bessere Konstanz schaffe ich es dann doch, vor Perez zu sein. Und im Rennen gibt es dann die Punkte. Aber trotzdem versucht man immer auch schon im Qualifying ein besseres Ergebnis einzufahren. Und daran misst man sich natürlich. The track is pretty quiet at the moment. Perhaps we should get out there and get a few laps in. Man könnte natürlich wirklich versuchen, in den Windschatten zu kommen von einem anderen, der eine ähnliche Speed fährt, also Perez zum Beispiel. Das würde natürlich extrem viel bringen. Aber ich glaube, auf sowas zu kalkulieren, eher schwierig. So, ich gehe jetzt mal noch raus, bevor Vettel wieder da ist. Engine fired, we're set. Und dann zählt's. Erster Versuch in Q3 um die Startposition. Oh, fuck, jetzt habe ich ein bisschen verrafft. Ich glaube, Vettel zieht doch noch vorbei hier. Ja, wir wollen Vettel jetzt mal die Runde nicht versauen. Da bleiben wir jetzt mal fair. Hinter uns der Racing Point. Der könnte natürlich auch gut Windschatten liefern. Besser wie wenn wir ihm das jetzt liefern, ne? Aber es ist halt ein Risiko, hinter dem herzufahren. Aber ja, mögen die Windschattenspiele vielleicht beginnen. Den Abstand lasse ich mal. So, jetzt aber. Jetzt alles oder nichts. Zu weit rein. Doch zu weit weg vom Windschatten. Egal. Boah, der scheiß Körper. Ich glaube, er ist sogar langsamer als der Force
ich sag schon wieder Force India. Das ist der Racing Point da vorne. You're in the top 10 now. Ja. Keep it up. Das war Hamilton vor uns. Ach, verdammt, ey. Wären wir nur. Hätte ich doch nicht so viel abreißen lassen. Dann hätten wir seinen Windschatten nutzen können. Verdammt. Aber wir haben noch mal einen Versuch. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja, Perez wird unschlagbar bleiben, glaube ich, heute. Ja, Leute. Es sind auf jeden Fall noch kleine Fehler drin in der Runde. So ist es nicht. Das ist die Frage. Gehe ich absolutes, volles Risiko? Oder nicht? Aber eigentlich habe ich ja nichts zu verlieren direkt. Wobei die Zeit halt noch nicht Q2 ist. Q2 sage ich, P2 ist, ne? Hamilton war schneller. Das ist ärgerlich, ey. Ist ärgerlich. So, ja, wir nehmen nochmal frische Reifen. Wobei Perez aktuell auch nur eine 17.3 hat. Der hat im ersten Sektor wahrscheinlich Verkehr gehabt. Da war er nämlich diesmal sogar langsamer als wir. Hamilton aber schneller. Ja, da guck mal, 2 Zehntel im ersten. Na gut, da habe ich aber auch einen Fehler gemacht. Wie gesagt, die erste Schikane, ich bin sie zu weit reingefahren. Und das war, glaube ich, auch der fehlende Abstand zu Hamilton. Ansonsten sieht man, sonst sind wir fast identisch gewesen. Also diese erste Schikane ist echt der Knackpunkt, da richtig reinzubremsen. Da muss ich, ja, volles Risiko gehen. Da rein muss ich es einfach setzen. Ja, komm, no risk, no pole position, ne, in dem Fall. Wenn ich es nicht riskiere, dann wird es uns nichts. Ja, egal, wir machen nochmal eine ganz, 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 ganz kurze Timelapse und dann melde ich mich nochmal 2 Minuten für Ende zurück. Und dann versuchen wir es nochmal. So, die letzten 2 Minuten sind angebrochen. Es ist wahnsinnig ruhig in der Box. Es fährt gerade keiner raus, so wie ich es höre. Sehr komisch. Aber wir gehen jetzt raus, auf jeden Fall. Ja, bla bla, nicht genügend Zeit. Da ist genügend Zeit. Anscheinend versucht keiner mehr nochmal einen Run zu setzen. Finde ich sehr komisch. Wir machen es auf jeden Fall. Das heißt, wir werden keinen Windschatten bekommen. Seconds left in the session.
Okay, es wird sogar noch knapp. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu lang gezögert. Und wir eilen, ey. Ja! 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 Bäm! Woo! Es war nicht diese 17-0, aber egal. Unsere Top 3. Ein McLaren, Perez und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Bäm! Da kommt er wieder zurück, ey. Ja, keine Ahnung, warum die nicht nochmal rausgefahren sind. Irgendwie Reifen schon, keine Ahnung was. Und ja, da Perez da in Q3 nicht on point war, seine 17-0 nicht nochmals bestätigen konnte, war ich jetzt zur Stelle. Und ja, ich nehme das jetzt einfach mal in den Mund. Und das ist dann weltmeisterlich, wenn man die kleinen Fehler der anderen dann auch ausnutzt. Bäm! Und da war immer noch nicht eine perfekte Runde, da war immer noch ein kleiner, großer Fehler drin. Aber ich habe es trotzdem auf dem Delta gesehen, das müsste reichen, wenn ich die letzte Kurve einigermaßen gut hinbekomme. Und es hat geklappt. Nice. Geil. Ja, wir gehen zurück zur Lounge. Ja, und da sind wir natürlich in der Rivalitätsanalyse auch nochmal ein gutes Stück nach vorne gekommen. Kleines Stück, ein Pünktchen, egal. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das gibt doch jetzt wieder Mut und das gibt vor allem auch Kraft fürs Rennen. Geil. Geil, geil, geil. Es gibt auch nochmal gute Ressourcenpunkte. Das steigert natürlich unseren Ruf wieder. Der hat ja ziemlich gelitten, der Ruf, gerade im eigenen Team, als ich da das Rennen eben nicht beendet habe in Belgien. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, das möchte ich auch meinen. Klar, es wird eine Windschattenschlacht geben. Ja, und vor allem die wieder erstarkten Racing Points. Das wird natürlich eine Riesengefahr sein. Es ist nicht nur Perez diesmal, es ist auch Hamilton und Sainz. Deswegen, ja, schalte unbedingt wieder ein zum Rennen, zum großen Preis von Italien. Ich glaube, das könnte wieder eine ganz, ganz spannende Geschichte werden hier in dieser F1 2019 Karriere. Und nachdem wir ja sehr, sehr viele spannende und geile Rennen hatten in dieser Karriere, zuletzt vielleicht eher etwas langweiligere Rennen, aber ich glaube Monza, das könnte wirklich eine ganz, ganz coole Nummer werden. Deswegen, ja, würde ich mich freuen, wenn du da einschaltest. Wenn dir das heutige Qualifying, die heutige Folge gefallen hat, lass doch auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da, würde ich mich freuen. Und dann morgen zum Rennen, zum großen Preis. Also, mach's gut, ciao!